great victory. Gabriel has won the trust of the girl, and together they wield a fearsome power. She is so young, so beautiful. Life is so fragile here on the edge of humanity. And yet, in this unforgiving place, she has managed to survive with the help of her Black Knight protector. Sleep will come and take them soon. Tired and exhausted, they rest but this night. Fate once again comes calling, and I fear my friend will never be the same again. First time I touched your face, I have seen my fate. I am ready. Do not let the darkness possess you, Gabriel. You must remove the gauntlet from the night. It is a key. And the moment will come when you will be in great need of it. No. I will have to continue without. I will not harm. I am afraid it is far too late for that. Whoa! Mein Freund, ich glaube, du hast schwerwiegende Probleme. Und zwar nicht bloß geistiger Natur. Fuck! Was hast du angerichtet, Gabriel? Mann, du bist doch ein Vollidiot. Schwarzer Rittergolem. Größe Mittel, Schwierigkeit hoch. Na toll. Dieser Golem wurde mit einer Technik erschaffen, die derjenigen ähnelt, die für die Konstruktion der Titanen verwendet wurde. Allerdings war ein Menschenkörper nötig, um die Rüstung mit großer Macht zu versehen. Claudias Vater nahm die Leiche eines stummen Mörders und verwob seine Seele mit der Rüstung, um dieses magische Wesen zu schmieden. Der schwarze Ritter benötigt Seelen als Nahrung, also lockt Claudia böse Kreaturen herbei, um seinen Hunger zu stillen. Dennoch ist der schwarze Ritter nicht böse. Die Seele des Mörders, die in der Rüstung steckt, will ihre Sünden wieder gut machen, indem sie ihr Mündel beschützt. Die stumme Tochter seines Schöpfers ist für ihn ein verwandter Geist, eine Gleichgesinnte, in die er sich mit der Zeit verliebt hat. Und wir haben seine große Liebe getötet, na das ist doch ein Traum! Da gehen wir doch mal lieber aus dem Weg. So, schauen wir uns erstmal an, was er so für ein Repertoire hat. Okay. Ah, gut, nicht zu nah ran. Ist in Ordnung. Okay, das dachte ich mir fast, dass da eine Welle rauskommt. Hätte bloß nicht gedacht, dass die so langsam ist. Ja, ich gehe ja schon zur Seite. Fuck. Okay, das war... das Ding trifft mehr, als ich gedacht hätte. Schnell weg. So, da gehe ich lieber auch mal aus dem Weg. Na, weg. Okay, läuft. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen auf die dunkle Magie. Wir sind sowieso schon auf der dunklen Seite. Ja, okay. Ja, schön. Zeigen wir es dem Bastard doch mal. Okay. Ich denke, wir haben ihm schon ganz gut Aua gemacht gerade.
So, erstmal das Sammeln und jetzt drauf auf ihn. Komm schon. Ich krieg dich. Schnell weg. Das läuft. Hohoho, das war knapp. Okay, ich will gerade noch so viel wie möglich, ohne von ihm getroffen zu werden, hinkriegen, damit ich hier noch ein bisschen sammeln kann. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, super. Und jetzt mal wieder so drauf auf ihn. Das gibt ganz gut was an Punkten frei, glaube ich. Da können wir nämlich auch nochmal hier schön unsere böse Magie freischalten. Schattenmagie. Komm schon. Ah, fuck. Hat er mich dann doch noch erwischt. So, her damit. Oh, fuck, dass er jetzt ausgerechnet den Angriff machen müsste. Schnell weg. So, mal ein paar Dolche auf ihn feuern. Solange wir die Schattenmagie gerade aktiv haben. Gut. Und dann wieder schön das Leben aufpumpen. Wow, das war knapp. So, damit sollten wir jetzt unser Leben wieder voll haben. Und drauf. Komm schon. Ich bin stärker als du. Ist das nicht traurig für dich? Oh fuck, was ist das denn? Was ist das denn? Kannst du das da mal wegnehmen, bitte? Jetzt macht er noch mehr davon. Aber angreifen kann ich es auch nicht, ne? Nee, aber ausweichen. Okay, das geht sogar ganz gut, erstaunlicherweise. Ich glaube, die sind gar nicht konkret hinter mir her. Kann das sein? Zumindest nur bedingt. Ja. Ich komme trotzdem nicht so richtig dazu anzugreifen, dummerweise. Ah, das ist aber nervig mit dem Teil hier. Oh Gott, was ist denn das für eine Attacke? Schnell weg. Wenigstens sind sie nicht so flexibel, die Dinger. Den kann man noch relativ gut ausweichen. Sie nerven halt bloß unendlich, muss ich mal so zugeben. So, verpassen wir ihm nochmal eins. Ach komm, ich war doch relativ weit weg. Ach Mann, jetzt ist mein schöner Fokus wieder hinüber. Na toll. Fixer. Oh, nervig. So, da war es wieder bloß noch einer. Dann wird er bestimmt gleich wieder einen rufen. Oh, die kann man zerstören. Oder war das gerade bloß Zufall? Ich glaube, es war mehr Zufall als alles andere, oder? Weg von mir! Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn mich diese Dinger treffen, aber ich will es auch nicht unbedingt herausfinden. Okay. Vielleicht kann man die doch angreifen. Okay, jetzt weiß ich, was passiert. Sie halten mich fest. Und das ist wahrscheinlich nicht allzu gut. Ja, man kann sie zerstören. Sehr gut. Das ist schon mal positiv. Denn das Ausweichen ist dann doch auf Dauer ein bisschen anstrengender, als wenn ich hier einfach mal draufhauen kann. So, ziehen wir mal wieder was kaputt an ihm. Es tut mir so leid, dass ich deine Herren platt gemacht habe, aber was willst du tun? Ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Übrigens ist deine Rüstung kaputt. Weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast. Ja.
So. Ups, nicht zu nah. So, gleich wieder drauf. Völlig umsonst, diese Dinger gerufen. So, jetzt schwebt ja einiges an Magie rum, stelle ich gerade mal so fest. Und zack. Gleich bis zur Geschichte. Shit, das war ja gemein. Zack. Zeit aufzuräumen mit dir. Und so langsam müssten wir es doch mal haben, hä? Zumindest haben wir seinen komischen Schatten erwischt. Jetzt ist Zeit abzuschließen. Komm schon. Die Maske muss ab. Oh fuck, war das der Plan? Sicher, dass das eine gute Idee war, Pan. Tja, wir müssen weiterziehen. Miese Sache. Wir haben mal kurzerhand die letzte Überlebende dieses Volkes ausgeschaltet. Tut mir natürlich sehr leid, aber was willst du machen, ne? Also, er hat es ja nicht mit Absicht gemacht. Hätte er die Wahl gehabt, hätte er es natürlich nicht getan, aber letztendlich hat sein Handeln ihr Verderben herbeigeleitet. Naja, kann man von halten, was man will. So, die Kettenbarriere könnten wir jetzt upgraden. Will ich denn das? Eigentlich nicht, muss ich zugeben. So, hier ist nichts Neues dazugekommen, wahrscheinlich bei den Reliktkräften. Ich glaube, es sind ein paar mehr geworden hier, ne? So, den Lichtblitz, was macht denn der? Synchrones Blocken bei aktivierter Lichtmagie. Ja, ich block doch nicht. Sind die eigentlich alle mit Blocken oder ist das... Ne, sind sie nicht, okay. Na gut, dann lassen wir das mal an der Stelle. Und ich werde jetzt, nachdem ich das zweite Kapitel beendet habe, auch die Aufnahme beenden. Hey, 30% gerade mal. Da habe ich noch einiges zu sammeln und nachzuspielen, glaube ich. Jo, ich werde die Aufnahme an der Stelle mal beenden. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann Kapitel 3 an. Mal sehen, wo es da dann hingeht. Auf jeden Fall hat Gabriel jetzt eine neue Waffe, wie es scheint, die mir aber ehrlich gesagt ziemliche Sorgen bereitet. Also ich weiß nicht, ob es so gut ist, einen vor böser Energie strotzenden, glühenden, dunklen, bösen Handschuh zu haben an der Hand. Das kann nicht gesund sein. Na gut, wir schauen uns beim nächsten Mal an, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und bis bald.